Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen Hot New Make-up ausprobieren. Ja, also wirklich Make-up, was ich gesehen habe, was mich interessiert und ihr bekommt das meiste auch bei Lookfantastic. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, genau, ihr bekommt die meisten Produkte, ich glaube sogar alle, die ihr hier seht, bei Lookfantastic. Ich habe einen Teil auch zugeschickt bekommen. Ihr könnt dort auch immer den maximalen Rabatt rausholen mit dem Code CLAUDIWELT. Der ist nur für euch. Die Links in der Infobox sind affiliated, also wenn ihr mich supporten möchtet, könnt ihr über die Links bestellen, aber der Code ist generell nur für euch, ne? Und ich habe auch etwas zu verlosen und zwar habe ich hier ein Real Techniques Pinselset. Also wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, schau in der Infobox vorbei. Da sind nicht nur die Links zu den ganzen Produkten, sondern auch die Teilnahmebedingungen für die Verlosung. Und ja, genau, das ist ein ziemlich cooles Pinselset. Ich mag auch gerne die Real Techniques Pinsel. Das waren somit die ersten, die ich auch verwendet habe damals. Und die werde ich auch heute verwenden, also meine, die ich hier habe. Und wie gesagt, dieses Pinselset Light Up the Night Brush Set bekommt ihr zu gewinnen. Genau. Habe ich nämlich, weil ich noch ein bisschen was über hatte, quasi ne, für euch mitbestellt. Und ich starte einfach mal mit einem Primer. Ja, das ist schon ziemlich funny, muss ich gestehen, weil der erinnert mich natürlich auch an diverse andere, die es so auf dem Markt schon gibt. Von Rimmel London, der Multitasker Better Than Filters Primer Highlighter and Glow Booster habe ich hier in der Farbe 001 Fair. Und der hat so Schimmer mit drin. Ne? Der sieht aber wunderschön auch aus. Wir haben hier auch dieses Krönchen von Rimmel London mit oben drauf. Und der kommt auch hier mit so einem dicken Füßchen-Applikator, ne? Genau, der kommt jetzt einfach mal komplett auf mein Gesicht. Kann man sicherlich auch komplett so tragen, wenn man möchte. Aber ich trage mir den jetzt einfach als Primer auf und verteile mir den auch ganz entspannt einfach so mit meinen Fingern. Ganz interessant, wenn man den so verteilt, fühlt sich das auch ein bisschen an wie so ein Trockenöl oder so. Der hinterlässt einen fantastischen Glow. Also das, boah, finde ich wunderschön. Ist nicht glitzernd oder so. Auf gar keinen Fall. Es ist einfach Glow. Und das ist ja das, was ich liebe. Ne? Ich habe hier auch noch ein bisschen was an den Fingern. Und hier seht ihr auch, dass da nicht nur Schimmerpigmente mit drin sind, sondern auch so ein paar Farbpigmente. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man auch so ein bisschen den richtigen Ton erwischt, weil ansonsten könnte das verrückt werden. Ich glaube, wenn ich hier auch etwas zu Dunkles genommen hätte, würde ich ein bisschen crazy aussehen. Hier habe ich jetzt zwei Foundations. Einmal habe ich hier die Surah Foundation. Alter Belli, die ist ganz schön teuer. Habe ich bei Jenny's Highlights gesehen. Die ist aber sehr, sehr geil. Ich habe sie in der Farbnuance 2 mir bestellt, Dewdrop Foundation. Und die möchte ich auf eine Gesichtshälfte auftragen. Die ist, ja, sehr reduziert gewesen, tatsächlich. Die habe ich aber auch selber gekauft. Und Use Care When Opening Air Pressure. Okay, ich bin mal gespannt. Die kommt hier mit so einem Ding raus. Und hier hinten muss man wohl drauf drücken. So, dass dann da das Produkt rauskommt. Okay, Moment. Hallo? Es ist etwas kompliziert in der Handhabung. Ah, okay. Man muss es wirklich senkrecht halten. Und dann kommt das ganz bisschen tröpfchenmäßig. Also es ist tatsächlich auch schon ein Erlebnis, die Foundation aus ihrer Verpackung rauszukriegen. Spektakulär. Die Farbe sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und auch farbtechnisch im Gesicht sieht das ganz gut aus. Verteile ich mir natürlich hier mit dem Real Techniques Foundation Pinsel. Und die ist mit einer sehr, sehr leichten Deckkraft unterwegs. Aber sie hat eine Deckkraft. Und die muss ich auch wirklich nicht mit dem Schwämmchen einarbeiten. Die ist sehr mit der Haut verschmolzen. Das ging einfach, das sieht gut aus, das gefällt mir. Das ist eine super Foundation. Die Frage ist, muss man diesen hohen Preis bezahlen? Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich sie mir gekauft habe, um es mal so zu sagen. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, 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 sehr gut. Auf die andere Seite packe ich etwas, was wahrscheinlich nicht weniger teuer ist. Also das ist jetzt, ne, ich bin euer Versuchskaninchen und ich teste auch gerne hochpreisige Marken für euch, um euch zu zeigen, ob es sich lohnt, dieses Produkt zu kaufen oder eher weniger. Chantecaille, Leute, da habe ich diese Pöttchen Foundation hier und ich hätte echt gedacht, dass das aus Glas wäre für den Preis. Ne? Das ist die Future Skin Oil Free Gel Foundation in der Farbe Alabaster. Hier sind 30 Gramm drin. Bei der Surah Foundation haben wir 19 Milliliter nur drin. Also das ist schon krass. Das heißt, die ist dann im Prinzip günstiger. Und
Alabaster sieht aber ganz schön dunkel aus. Okay. Ja, ich habe hier was im Deckel. Ich glaube, das ist auch das, was ich dann nehmen werde, weil hier möchte ich wirklich gar nichts an Produkt verschwenden. Die ist halt erstmal wie so eine Creme-Geschichte im Gesicht. Auch hier haben wir keine hohe Deckkraft. Das ist auch eher eine leichte. Lässt sich auch ein bisschen aufbauen. Aber hier muss ich definitiv nochmal mit dem Schwämmchen hinterhergehen, weil ich hier die Pinselstriche sehe. Deswegen nehme ich dieses kleine Schwämmchen von Real Techniques. Das habe ich mal von Marion geschenkt gekriegt. Ich glaube, das war mal in einem Adventskalender oder so. Und arbeite mir die Foundation ein. Und dadurch habe ich eine wirklich super, 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 super leichte Deckkraft, ne? Auf beiden Seiten habe ich ein sehr genährtes, angenehmes Gefühl. Aber ich glaube, ich finde die Surah Foundation tatsächlich einen Tick besser. Nicht nur, weil sie auch ein Müh mehr Deckkraft hat, sondern weil sie einfach auch besser auf der Haut sitzt. Ne? Es fühlt sich einfach auch irgendwie alles richtiger an, um das mal so zu sagen. Aber beide sind toll, wirklich toll. Auch das nächste Produkt ist ein High-End-Produkt und zwar von NARS habe ich hier den Light Reflecting Eye Brightener in der Farbe Night Swan. Gibt es hier in unterschiedlichen Farben, auch bei Lookfantastic zu kaufen, und ich habe mir jetzt eine relativ helle Farbe ausgesucht. Das ist eigentlich wie so eine Art Under-Eye-Corrector. Den kannst du dir vor der Foundation auftragen oder auch danach. Den kannst du dir mit dem Finger auftragen oder auch mit einem Pinsel. Ich mache das jetzt hier auf dieser Seite mal mit einem Finger, mal gucken, ob das was wird. Ich trage den jetzt auch einfach mal als Lidschattenbase mit auf. Ich habe jetzt sehr wenig genommen und der hat trotzdem eine gute Deckkraft gegeben. Also da habe ich wirklich das Gefühl, als hätte ich gar nichts drauf, aber ich habe trotzdem korrigiert und das finde ich sehr schön. Also sowas mag ich, wenn ich einen Concealer oder halt einen Korrektor verwende, ganz gerne. Ich gucke mal, ob ich damit auch so ein bisschen Pickel und so abdecken kann. Das Gute ist, der ist auch ein bisschen reichhaltiger. Das heißt, der wird nicht so trocken darauf aussehen, was eigentlich ganz gut ist, ne? Ja, also mit Finger auf dieser Seite 1A lässt sich schön einblenden. Ich versuche den jetzt auch hier unter dem Auge ein bisschen aufzubauen. Okay, zu viel Produkt sollte man nicht verwenden, weil dann wird er quasi sichtbar. Ne, das möchte man ja eigentlich eher weniger. Und auf der anderen Seite versuche ich das jetzt mal mit einem Pinsel. Da habe ich hier auch von Real Techniques diesen Deluxe Crease Brush. Der ist einfach ein bisschen fester gebunden und den kann man auch super verwenden, um damit Concealer aufzutragen. Da komme ich natürlich auch viel, viel besser so in meinen Innenwinkel als jetzt mit dem Finger. Ich würde sagen, dass mir das mit dem Pinsel sogar noch ein bisschen besser gefällt, weil ich das einfach besser kontrollieren kann, weil ich hier eine andere Auflagefläche habe. Aber auch mit dem Pinsel lässt er sich nicht ganz so schön aufbauen. Das heißt, da gehe ich jetzt hier nochmal mit dem Schwämmchen ein bisschen drüber, um das etwas schöner in die Haut einzublenden. Auf beiden Seiten am besten. Ja, aber es ist ein solides Produkt. Braucht man das unbedingt? Keine Ahnung. Ich finde es schön und ich freue mich, das jetzt auch einfach mal hier zu haben. Dann habe ich jetzt ein Liquid Blush am Start. Und zwar hat Anastasia Beverly Hills ein paar neue Produkte rausgebracht, die ich euch auch gerne zeigen möchte. Da habe ich den, wie heißt du eigentlich? Pure Hollywood Lip Velvet. Den kannst du aber auch super auf den Wangen verwenden. Also das soll ein Liquid Blush auch wirklich sein. Und das ist jetzt mein Plan, ne? Also der hat auch so ein Füßchen eigentlich eher wie ein Liquid Lipstick oder so. Ist total mußig. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Der wird matt. Hat eine recht hohe Deckkraft. Eine sehr, sehr angenehme Farbe. Und dann nehme ich jetzt einfach meinen Foundation Brush. Arbeite das Produkt hier von meinem Handrücken in den Foundation Brush ein. Und trage mir den dann auf meine Wangen. Eine richtig tolle Farbe. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche, ne? Aber ich habe mir jetzt dieses Pure Hollywood ausgesucht. Und das gefällt mir. Aber ich brauche definitiv mehr Produkt. Hätte ich nicht gedacht. So im ersten Moment kam mir das so vor, als wäre das schon relativ deckend. Relativ krass, aber nö. Wenn ich das dann mit dem Pinsel auftrage, ist es eher subtil. Sieht super natürlich aus. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ne? Also gerade weil das halt sehr, sehr dunkel rüberkommt, hätte ich jetzt gedacht, dass ich hier einen richtig krassen Blush-Moment bekomme. Also liebe Jenny von Jenny's Highlights, falls du das siehst,
Hol dir irgendeine knallige Farbe, sonst ist dir das zu dezent, zu natürlich, weil sie ist ja so eine richtige Blush-Lady und sie liebt ja auch Liquid Blushes, deswegen bin ich mir sehr sicher, dass sie auch dieses Produkt testen wird. Also ich würde sagen, dass es sich ein bisschen besser mit der Shawn de Kyle Foundation verbindet. Ist aber nur so eine persönliche Empfindung, ne? Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Würde ich dann wahrscheinlich aber empfehlen, wenn man halt das in einer höheren Intensität haben möchte, über den Puder zu verwenden, weil wenn ich jetzt gleich Puder drüber gebe, wird das sehr wahrscheinlich etwas weniger sichtbar sein. Ich verwende jetzt aber erstmal eine Lippenpflege. Da hatte ich letztens mal irgendwo in der Box mit drin von Lottie London diesen Oil Slick. Ne, das ist so ein kleines Ding. Das habe ich aktuell in Anwendung in der Peachy-Variante. Und Lippenöle finde ich ja total großartig. Und das ist auch eins, was schon einzieht, aber es pflegt halt die Lippen, ne? Du hast aber diesen leicht glossy Effekt natürlich und ich mag den. Also das ist ein Produkt, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so Lippenöle mögt. Ne? Und ich verwende ja gerne so Lippenpflegeprodukte, wenn ich meine Creamy Textures aufgetragen habe. Jetzt verwende ich ein Puder und zwar habe ich hier von Shiseido das Synchro Skin Invisible Silk Loose Powder in der Farbe Radiant Eclat. So heißt das. Und das fand ich vom Aufbau auch ganz schön gemacht. Also ich mag ja auch gerne die Shiseido Foundation und den Concealer und so, ne? Und wir haben hier so ein Puffelding drin. Und dann aber nicht jetzt irgendwie eine Klebefolie, sondern halt dieses Plastikding, was du immer wieder auch drauf machen kannst. Und dann haben wir hier ein Netz. Und in dieses Netz kannst du dann mit dem Puffel rein, was ich ganz gut gemacht finde. Also, dass du halt auch noch dieses Plastikding dazwischen hast. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich mal ein bisschen was hier in diesen Puffel. Da ist jetzt nicht so viel reingekommen, oder? Weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich den, weiß Gott, wie aufgeladen. Mach mal eben kurz hier dieses Creasing so ein bisschen weg, was natürlich dann immer so im Laufe der Zeit kommt. Und nicht wundern, da hat mein Sohn mich gekratzt. Und gebe mir das mal unter die Augen. Kommt da was? Wenn ich etwas rabiater ins Puder reingehe, ja, dann kriege ich nämlich auch was man auf meinen Puffel drauf. Oh, wow. Hallo, wir haben einen Weichzeichner am Start, aber nicht zu matt weichzeichnend. Huch, das ist ja cool. Ja, und diese Shiseido Produkte oder Shiseido im dekorativen Kosmetikbereich sind überhaupt nicht so, wie soll ich das sagen, so künstlich, also so doll sichtbar. Die wollen halt wirklich, dass du so einen Second Skin Effekt bekommst und das hat man damit definitiv, weil der Glow kommt noch durch vom Primer, von der Foundation und so, ne? Da kann man das jetzt wirklich auch mit dem Blush so machen, wie ich das jetzt gemacht habe, sodass du den unter diesem Puder hast, weil das nicht so diese Deckkraft oder so mit dabei hat. Seht ihr das? Also ich bin da jetzt drüber gegangen, aber der Blush ist halt trotzdem noch sichtbar. Das finde ich cool. Okay, die Seite habe ich jetzt mal mit dem Puffelding gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also das sieht, ihr seht den Unterschied hier auch, ne? Sieht richtig, richtig gut aus. Also ja, und dann würde ich jetzt einfach mal mir einen großen Puderpinsel nehmen. Das ist aus so einer Real Techniques Limited Edition. Und dann gucke ich mal, ob ich das auch mit einem Pinsel aufgetragen bekomme. Es ist super, super fein, ne? Weil das natürlich ja auch noch durch das Netz durchgeht. Du bist ja halt ein bisschen schneller und trägst wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Produkt auf. Je nachdem, wie oft man dann immer wieder reingeht. Aber unter den Augen würde ich es auch definitiv hier noch mit diesem Puffelding machen. Jetzt piekst das so im Auge mit dem Pinselhahn, ne? Man ist ja schon ein bisschen verwöhnt mittlerweile. Aber richtig geil. Also das Puder mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und ob man das jetzt mit einem Puffelding aufträgt, also mit diesem Schwammding, ne? Oder halt mit dem Pinsel, ist einem selbst überlassen. Ich finde beide Ergebnisse wunderschön. Das sieht voll gut aus. Ich habe jetzt in der Kamera, aber auch im realen Leben, voll die gute Haut. Krass. Ich habe jetzt keinen neuen Bronzer, deswegen verwende ich hier den von Iconic London. Das ist der Ultimate Bronzer. Und ja, den habe ich euch auch im Fullface Iconic London gezeigt. Den mag ich ganz gerne. Das ist so eine Bratpfanne. Da bekommst du richtig was für dein Geld. Und der verschmilzt so richtig mit dem Blush, weil diese Hollywood-Farbe, die ich mir ausgesucht habe, auch ja warm ist und auch so ein bisschen ins Bräunliche ja geht. Und dann passt das mit diesem Bronzer halt auch richtig gut zusammen, ne? Mir gefällt, was ich hier sehe, gerade richtig, richtig gut, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Versuch.
das war reduziert und ich habe mir gedacht, komm, das nimmst du mal mit, weil da steht Blush drauf, aber ich glaube, das ist ein Highlighter. Dolce und Gabbana, Leute. Ja, der Hammer. Dolce und Gabbana, nee, Dolce Blush Creamy Cheek and Lip Color in der Farbe 60 Starlight. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, den probieren wir mal aus. Ich habe da eben auch schon mal reingeswatcht. Der hat auch leichte Schimmerpigmente drin. Deswegen habe ich mich jetzt nämlich auch entschieden, dass ich den über meinem abgepuderten, über meine abgepuderten Base auftragen möchte, weil der relativ subtil ist. Es ist so ein Hauch von und ja, sehr viel Packaging, sehr wenig Produkt. Ich weiß nicht, wie viel ist da drin? 4,8 Gramm. Aber ja, es ist halt ein Creamy Highlighter. Und den trage ich mir jetzt hier einfach mal so auf. Und das ist auch wirklich ein Hauch von. Ne? Das ist jetzt nicht Bam in Your Face, na, da hängt mir ein Härchen runter, sondern es ist ein Hauch von. Und es ist nicht so optimal, den über Puder aufzutragen, sehe ich auch gerade. Also den müsste ich definitiv, ach, sieht aber trotzdem schön aus so, ne? Müsste ich definitiv mal ausprobieren unter dem Puder, ob der dann noch halt durchkommt. Aber ich wusste ja nicht, dass dieses Puder nicht so mega abmattierend ist, ne? Ja, weil auf der Nase sehe ich es jetzt intensiv. Der trägt halt die Foundation ein bisschen ab. Also der schiebt die halt so weg und das ist natürlich blöd. Trotzdem ist es ein solides Produkt, was halt eben nicht diesen krassen Glitzer, Schimmer, Gedönsen hat, sondern so subtil ist, was glaube ich auch ganz nice mal sein kann. Ich habe jetzt auch letztens für euch dieses Full Face Laura Mercier geschminkt. Da habe ich jetzt hier auch diesen Augenbrauenstift, den ich so gut finde, in der Farbe Blond. Die perfekte Farbe für mich, ne? Ist krass. Man braucht davon auch wirklich nur ganz, ganz wenig Produkt, nur ganz leicht drüber gehen, weil das schon eine ordentliche Deckkraft hat. Und dann hat ABH hier was Neues rausgebracht, Brow Freeze Gel. Und das fand ich super interessant. Ja, ist ganz normal in transparent und ja, das möchte ich mal mit euch zusammen ausprobieren, weil ich meine, dieses Brow Freeze in diesem Pöttchen, müsste das ja auch Brow Freeze gewesen sein, ne? Also das war für mich nichts. Das ist witzig. Okay, die haben hier einfach mal das Bürstchen von einer sehr bekannten Augenbrauenmarke adaptiert. Oha, AVH, das finde ich schon krass. Also das wirklich, das ist schon interessant. Okay, mal gucken, ob du auch so gut bist, ne? Aha, aha, aha. Okay, das bürste ich mir jetzt erstmal hier mit dem langen Bürstchen ein. Oh, aufpassen, das zieht Fäden. Oh, da muss man schnell mit arbeiten. Kommt relativ viel Produkt natürlich jetzt auch am Anfang ab. Ich gehe jetzt auch mit der kurzen Seite nochmal durch. Das nimmt so ein bisschen meine Augenbrauenfarbe ab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da ein so ein ultralanges Härchen. Das feiert seine eigene Party heute. Wow, das seht ihr gleich auch, wenn ich einen Lidschatten auftrage. Man muss sehr schnell damit sein. Also sonst mache ich das sehr gerne eine Seite, andere Seite und dann wieder zurück. Das geht hier jetzt nicht so easy peasy. Das heißt, da muss ich jetzt auch noch ein bisschen korrigieren. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich das jetzt das erste Mal verwende und nicht wusste, wie krass das jetzt hier abgehen will. Krass, ja, also das ist ruckizuck auch schon hart, ne? Also da, okay, diese Seite ging jetzt deutlich besser, weil ich mich jetzt auch schon ein bisschen an das Produkt gewöhnt habe. Dann ist der Überraschungseffekt nicht so intensiv und das sieht auch viel, viel besser aus, ne? Naja. Über dem Produkt drüber malen ist jetzt auch nicht so leicht. Das wird dann auch so ein bisschen bröckelig auf der Augenbraue. Das heißt, erst dieses Augenbrauengel drauf machen und dann Farbe rein, ist halt auch nicht so easy. Muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden, ein bisschen mit austesten, weil die Seite, wie gesagt, hat super funktioniert. Bei der Seite, nun, jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette, die so viele meiner Kolleginnen und Kollegen als Favoriten in die Kamera gehalten haben und ich habe sie euch noch gar nicht vorgestellt. Ich habe sie auch noch gar nicht selber auf dem Auge richtig verwendet und zwar die I Need a Nude von Natasha Denona. Also so eine richtig schöne, kühle Nude-Palette, so eine wundervolle Alltagspalette. Alle empfehlen sie und ich muss sie jetzt unbedingt ausprobieren. Also das ist so ein mega hyped Product und ja, mal gucken. Also jetzt auch nach einer Weile tragen, muss ich sagen, dass die Surah Foundation definitiv besser auf meiner Haut sitzt. Die Chantecaille hat sich hier so ein bisschen mehr abgesetzt, ne? Also da sieht man ein bisschen mehr, dass da Foundation halt drauf ist. Und vom Concealer her, der NARS Concealer hat meine Rötung tatsächlich jetzt nicht langfristig abgedeckt. Also da müsste ich dann wirklich mit einem richtigen Concealer, der eine etwas höhere Deckkraft hat, wahrscheinlich drüber gehen. Zum Beispiel der von Urban Decay, den ich auch sehr, sehr gut finde. Nun,
Ja, da verwende ich doch zuallererst diesen Ton Fair. Das ist einfach so ein neutraler, etwas kühlerer Beige-Ton und trage mir den auf meinem Augenlid auf. Wie gesagt, hier nicht irritieren lassen, da habe ich einen kleinen Mini-Kratzer. Dann setze ich mir den Ton Stone. Das ist so ein wunderschöner, aschiger Braunton, Hellbraunton in meine Lidfalte. Auch so ein bisschen schon außen hin. Den Ton Tender, der ist noch ein ganz kleines bisschen mehr gräulich, setze ich mir dann außen hin, um den Ton etwas zu verdunkeln. Und der kommt auch direkt schon an den unteren Wimpernkranz. Und weil ich den NYX Glitter Glow liebe, habe ich mir den jetzt wieder in neu bestellt. Den hatte ich ja aufgebraucht, aber ich finde den einfach so gut, weil der macht alles haltbarer und funktioniert einfach klasse. Ne? Und ja, den verteile ich mir jetzt einfach ganz entspannt auf meinem beweglichen Lid auf beiden Seiten. Dann nehme ich mir den Ton Muse. Das ist so ein richtig schöner, cremiger, also von der Textur her cremig, ne, Goldton. Der kommt dann hier auf mein bewegliches Lid. Und der ist wie eine Folie. Wow. Irgendwie verständlich, dass so viele von dieser Palette schwärmen. Uiuiui, okay, krass. Nach außen hin möchte ich mir gerne den Ton Delia geben. Das ist auch so eine ganz schöne, seidige Textur. Da darfst du nur nicht zu doll mit dem Finger reingehen. Ganz leicht drüber streichen, um das Produkt auf den Finger zu bekommen. Ansonsten bekommst du wahrscheinlich zu schnell Hardpan in dem Pfännchen. Und das setze ich mir hier außen auch ein bisschen über den anderen Ton schon drüber, ne? Und habe damit dann auch nochmal ein bisschen einen Schatten geschaffen. Boah. Dieser Muse-Ton geht ja ab wie ein Zäpfchen. Das ist ja krass. Okay, dann möchte ich für meinen Innenwinkel den Ton Mia verwenden. Auch der hat die gleiche Textur wie Delia, also nicht allzu doll reiben. Einfach ein paar Mal öfters Kreise fahren, dann kriegst du auch genug auf dem Finger. Der kommt dann einmal hier in den Innenwinkel mit rein, beziehungsweise in das innere Drittel und in den Innenwinkel. Okay, wow, es ist absolut nachvollziehbar, weswegen diese Palette so oft empfohlen wird, weil die so genial ist. Also ich mag es richtig gerne, wie die Schimmertöne auf den Augen rauskommen. Die matten Töne lassen sich leicht verblenden. Ich glaube, das ist einfach wirklich so easy peasy, lemon squeezy. Ne? Da musst du dir keine großen Gedanken machen bei den matten Tönen und die Schimmertöne. Da kannst du, egal worauf du Bock hast, jeden davon einfach so auf deinem Lid tragen. Und das ist ja mal ein Hammer. Ein Hammer-Schimmer. Also das ist eine geile Palette. Definitiv, gar keine Frage. Kann ich nachvollziehen. Und jetzt verwende ich einen Eyeliner, auch von Natasha Denona, den Macro Blight Liquid Liner. Den hatte ich aber noch in meiner Sammlung. Das ist dieser hier. Hier bin ich tatsächlich von diesem Schwämmchen nicht ganz so überzeugt. Ich bin ja eher so ein Fan von diesen Pinselchen. Aber nun ja, den werden wir jetzt einfach mal auftragen, um dem Ganzen noch einen etwas schöneren Rahmen zu verpassen. Aber er malt auf jeden Fall über die sehr intensiven Töne auch drüber. Also das muss man ihm definitiv lassen. Das hat er drauf. Ich mag den schon, ne? Also ich habe den ja, wie gesagt, schon länger in der Sammlung drin und finde es einfach auch immer wieder gut, wenn die Produkte trotzdem noch malen, auch wenn man die vielleicht mal ein paar Monate nicht verwendet hat. Also ein schöner Eyeliner, aber es gibt auch sehr schöne Eyeliner im Drogeriesegment, das muss man sagen. So, ich habe es ja eben schon erwähnt, Urban Decay gibt es nach wie vor auch noch bei Look Fantastic zu kaufen. Da habe ich jetzt in einer sehr kleinen, süßen Größe meinen All-Nighter Setting Spray. Ich habe das auch in einer größeren Größe, aber das hier fülle ich dann halt immer wieder nach. Das nehme ich auch gerne mit auf Reisen. Und das tackert das Make-up richtig schön fest und macht es so schön haltbar. Und ihr seht, das Lippenöl ist jetzt auch schon fast eingezogen. Ne? Also das geht relativ zackig. Das bleibt euch jetzt nicht Ewigkeiten erhalten wie andere. Aber ja, es ist halt wie eine Lippenpflege in meinen Augen dann auch tatsächlich. Jetzt biege ich meine Wimpern, denn ich habe gleich zwei Mascaras, die ich mit euch zusammen ausprobieren möchte, die es in sich haben. Da hätten wir einmal unsere Freundin Anastasia Beverly Hills, die möchte auch bei dem Mascara-Game mitspielen. Und L'Oreal, habt ihr die schon gesehen? Also die ist auch neu. Bei Anastasia Beverly Hills haben wir die Lash Sculpt Mascara. Die hat ein Faserbürstchen, was einfach so tannenbaumförmig aussieht und relativ wenig Produkt erstmal so im ersten Blick drauf hat. Und die Panorama Mascara von L'Oreal hat auch ein tannenbaumförmiges Mascara. Aber zieht euch mal rein, wie dieses Gummibürstchen aussieht. Das ist ja fast schon martialisch krass, ne? Also du hast schon so einen Mix aus langen und kurzen Noppen,
die ist schon fancy, aber die wird uns jetzt mal zeigen, was sie drauf hat. Ja, die kommen nämlich jetzt drauf. Die auf diese Seite und die auf diese Seite. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Anastasia ist ja schon mal richtig schön. Die mag ich sehr gerne leiden. Aber Entschuldigung, was ist denn hier passiert? Oh, geil. Also ich mag ja L'Oreal Mascaras, ne? Aber die haben jetzt hiermit schon wieder mal eine richtig geile Mascara rausgehauen. Beide wundervoll. Keine Frage, ich verwende das Grandelash Wimpernserum. Ne? Also das sind schon meine Wimpern, die sind festgewachsen. Die gehören mir und meinem Körper. Aber durch das Wimpernserum wird halt die Wachstumsphase verlängert, sodass sie halt noch ein bisschen mehr krass werden. Aber ihr seht ja auch verschiedenste Schminkvideos von mir und da seht ihr auch verschiedenste Mascaras. Aber ich glaube, so ein Effekt wie jetzt hier bei der L'Oreal hatte ich schon lange nicht mehr. Und auch der von der Anastasia ist mega. Also zwei richtig gute Mascaras und die hier wird ja sehr bald dann wahrscheinlich auch in Deutschland in den Drogerien einziehen. Die wird so viel ausverkauft sein. Also schaut gerne bei Lookfantastic vorbei. Dort ist die auch verfügbar. Und ihr könnt halt mit meinem Code nochmal drauf sparen, was richtig geil ist. Und das ist so gut. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Wahnsinn! Also ich bin wirklich happy. Muss ich wirklich sagen. Auch mit Sturmfrisur bin ich total happy, wie mein Gesicht auch aussieht, wie sich das anfasst und so. Und also ich fühle mich wirklich sowohl wie wirklich schon länger nicht mehr mit diesem Look. Hammer. Also finde ich richtig genial. Also ich bin etwas begeistert. Merkt man kaum, ne? Okay, also jetzt kommen wir zu den Lippen. Wie gesagt, das Lippenöl ist jetzt weitestgehend eingezogen. Die Reste kann ich jetzt ja nochmal mit dem Finger verteilen. Da verwende ich jetzt einen Lip Liner und zwar von Maybelline Color Sensational in der Farbe 10 Nude Whisper. Das ist halt wirklich ein ganz klassischer Nude-Ton, denn ich habe gleich so einen geilen Lippenstift. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich finde den auf jeden Fall mega. Ja, das ist halt so ein richtiges, leicht aschiges Nude-Tönchen, was, glaube ich, ganz gut auch zum Look passt, ne? Und der allein schon so getragen wird, glaube ich, hammer schon aussehen. Aber Leute, ich habe hier was. Fallt nicht vom Glauben ab, aber Natasha Denona hat einen Lippenstift auf dem Markt, wo mein Name draufsteht. Tatsächlich, das ist der I Need a Nude in 15 NB. Claudia, das ist tatsächlich der Lippenstift in der Farbe Claudia. Hammermäßig. Und ich hatte ihn noch nicht auf den Lippen. Ich habe ihn bislang eben nur so ein bisschen geswatcht, um halt den richtigen Lip Liner dazu zu finden. Und das ist halt mein Lippenstift, ne? Voll geil. Ich feiere das hart. Und der passt natürlich 1A zum Lip Liner, ne? Mega krass. Hm. Mensch, Natascha, das wäre doch gar nicht nötig gewesen, einen Lippenstift mir zu widmen. Nein, es gibt auch noch verschiedene andere Farben in verschiedenen anderen Namen. Mit verschiedenen anderen Namen. Aber das passt natürlich auch jetzt total zum Look. Und ich finde, das passt auch zu mir. Also es passt schon, ne? Wäre das jetzt ein knallerot gewesen mit einem leicht bläulichen Anteil, wäre das auch meins gewesen, weil ich den dann so richtig Richtung hier Weihnachten und so hätte tragen können. Also wunderschöne Farbe. Und dann habe ich hier, das habe ich letztens eingelöst, ich hatte ja diesen, die gibt es glaube ich immer mal wieder, habe ich letztens auch gesehen, dass sie auch wieder verfügbar war, die Lookfantastic Fragrance Edition. Und da habe ich ja einen 60-Euro-Gutschein mit dabei gehabt und davon habe ich mir das Burberry Goddess bestellt. Das ist dieses hier, ein bisschen was habe ich da noch drauf gezahlt natürlich. Ja, und das sind 30 Milliliter drin. Kati vom Kanal Contra Junkie hat sich das auch bestellt, witzigerweise. Und sie schwärmt da so mega von. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Frau hat Geschmack. Mal gucken, ob wir den gleichen haben. Okay. Das soll ja sehr vanillig riechen. Man soll es nicht in die Haare sprühen, ne? Ich mache es aber trotzdem, weil ich das ganz gerne mache. Das ist dann einfach ein bisschen haltbarer. Sehr, sehr Femme Fatale-mäßig, aber nicht so Kopfschmerzen Femme Fatale-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt wird es auch ein bisschen süßer gerade tatsächlich. Aber ich mag den Duft. Also wirklich eine schöne Geschichte. Und Leute, ich liebe diesen Look. Es ist mal was Kühles, was auch was ganz anderes bei mir ist. Aber ich mag es richtig gerne leiden. Ich finde meine Base unfassbar schön. Vor allem auf der Surab-Seite ist es richtig krass geworden. Schaut, wie gesagt, in der Infobox vorbei. Ich habe euch alles verlinkt. Auch, wie gesagt, die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel, wenn ihr möchtet. Wirklich krass. Leute,
Hätte ich nicht erwartet. Ich bin sehr, sehr happy darüber, weil ich teste ja auch immer sehr gerne neue Produkte oder auch Hype-Produkte mit und für euch aus und bin dann immer happy, wenn die Produkte auch ihr Geld einfach wert sind. Ne? Und ich sage auch immer, ein guter Mix macht's. Also ihr müsst natürlich jetzt nicht alles nur High-End und so weiter kaufen. Macht einfach einen schönen Mix aus Drogerieprodukten, mittelpreisigen Produkten, High-End-Produkten, sodass ihr persönlich euch wohlfühlt. Und wenn ihr noch dabei sparen könnt, ist es doch auch eine feine Kiste. Also, ne, wie ihr euch wohlfühlt. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!